Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Gemüsekonserven haben viele Vorteile. Sie haben Sommer- und Wintersaison, sind lang haltbar, schnell parat und gelingen immer. Ein weiteres gutes Argument: Nicht nur die Vitamine werden beim Abfüllen geschont, sondern auch das Portemonnaie beim Einkaufen. Gemüsekonserven sind schnell und unkompliziert in der Zubereitung. Naturgemüse wie Bohnen, Gemüseplatten oder russischer Salat kann man einfach aus der Dose nehmen, erhitzen oder kalt mit einem Dressing als Salat anrichten. Auch Fertiggemüsegerichte ersparen uns viel Arbeit. Linsen muss man nicht einlegen, weisse Bohnen nicht lange kochen und das Rohkraut ist ohne zu rösten minutenschnell zum Genuss bereit. Gerade für berufstätige Leute mit wenig Zeit zum Kochen und Kleinhaushalt sind Gemüsekonserven ideal, weil es auch Portionendosen gibt. Wegen seinem vollen Terminkalender hat auch unser Gast wenig Zeit zum Kochen. Herzlich willkommen im Studio, Florian Ast! Hallo Florian. Dich muss ich auch nicht weiter vorstellen. Unsere Zuschauer haben dich sicher schon mal an einem Konzert oder bei einem Fernsehauftritt gesehen. Was ist jetzt aktuell? Am 8. April kommt mein viertes Studioalbum raus mit dem Titel Bilderbuch, wo man auch kaufen kann im Coop, unter anderem. Aber nicht bei den Kochbüchern, sondern bei den CDs. Und wann gehst du auf Tournee? Wir werden den ganzen Mai auf Tournee sein, mit einer Bilderbuchtour. Am 4. geht es los in Lenzburg und dann Basel, überall sind, werden wir einfach spielen. Genau. Gut, dann wünschen wir dir recht viel Erfolg. Merci vielmals. Ich habe gehört, dass du auch gerne gut isst. Aus diesem Grund darfst du am Ende Zaug vom Restaurant zum alten Stefan in Solothurn beim Backen behilflich sein. Njam, njam. Aber nicht zu viel schnäuken. Heute machen wir einen Seitenblick auf die Expo 02, ein Gâteau de Vuille. Das ist eine Spezialität aus dem Seeland. Grüß dich miteinander. Salut, Florian. Ciao, Andi. Mehl mit Zucker und Salz verrühren, flüssige Butter, Milch und Hefe dazugeben und alles zu einem weichen Teig verarbeiten. Den Teig kräftig durchkneten, ein paar Minuten lang und dann unter dem Tuch aufgehen. Nach einer Stunde den Teig rund auswählen und mit einem Tuch abdeckt eine weitere Stunde aufgehen. Für den Belag Schlagrahm oder Doppelrahm mit Milch und Ei zusammen verrühren. Auf den Teigboden verteilen und darüber groben Rohrzucker streuen. Das Blech in kalt die Ofen hineinschieben, den Ofen auf 180 Grad einstellen, dann 30 bis 40 Minuten backen, bis die Oberfläche schön goldbraun ist. Den Kuchen kann man warm oder kalt servieren. Er ist auf beide Arten sehr gut. Das Rezept steht wie gewohnt in der neuen Coop-Zeitung. Und man kann so nachlesen im Kochbuch, das die Coop-Zeitung extra für die Expo 02 herausgegeben hat. Viel Vergnügen. Einen guten. Danke Florian und Andy. Dann kommen wir jetzt zum Wettbewerb für unsere Zuschauer im Studio. Die Frage lautet, bei welchem See steht der Mont Vuille, der Berg, der unserem Gebäck den Namen gibt? Am Murtensee, Bielersee oder Neuenburgersee? Die richtige Antwort war Murtensee. Der Preis sind 2 Tageskarten an die Expo 02 mit Verpflegung im Restaurant Bio Tavola und gewonnen den Preis, meine sehr verehrten Damen und Herren, eine Frau und sie heisst Koch Jana. Herzliche Gratulation. Ich möchte mich bei allen ganz herzlich fürs Mitmachen bedanken. Ganz besonders dir, Florian, mit dem Strauß aus unserer Blumenabteilung. Auch Sie daheim können heute wieder gewinnen beim neuen Expo 02-Spiel in der Coop-Zeitung, ermöglicht von folgenden Sponsoren: Barilla La Collezione Tortellini, McCain 123 Frit, Coop Naturaplant Premium Glasse, Duwap Runde Brioche mit Schokostückchen und Prise One Touch Mini Spray. Zu gewinnen gibt es ein VW Lupo und auch hier Tageskarte für die Expo 02 und Gucci für das Coop-Restaurant Bio Tavola in Neuenburg. Das Mitmachen lohnt sich also. Gemüsekonserven sind eigentlich Frischprodukte, denn nach dem Ernten vergeht keine Stunde, bis sie verarbeitet werden. Besonders schonend und ohne irgendwelche Konservierungsmittel. Ein Blick auf die Etikette zeigt, dass auch die gesunde Ernährung stimmt. Viele Gemüsekonserven, besonders die Hülsenfrüchte, sind nämlich reich an Eiweiß und Ballaststoff und enthalten kein Cholesterin. Und die meisten Produkte kommen aus Schweizer Anbau und integrierter Landwirtschaft.
Feine Bohnen gibt es übrigens auch von Coop Naturaplan in Bio-Qualität. Das war es für heute. In einer Woche zeigen wir Ihnen, wie Sie den Rasen daheim noch leichter pflegen können. Es würde mich freuen, wenn ich Sie dann auch wieder begrüßen dürfte. Auf Wiedersehen!